Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Police Simulator Patrol Officers. Ja, wie den aufmerksamen Zuschauer aufgefallen ist, befinden wir uns in dieser Folge nicht mehr in Melting Pot, sondern im Stadtteil Downtown. Ich habe im Melting Pot mal 3 Tage Urlaub genommen, damit da die Woche vorbei war, damit wir rüberwechseln konnten, weil wir können halt im Melting Pot nichts mehr freischalten. Außer noch 2 Level hoch, also 2 Sterne noch bekommen, können wir da nichts mehr machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, wir wechseln einfach jetzt in dieser Folge mal nach Downtown rüber und spielen nochmal in Downtown, weil da können wir noch Conway freischalten, plus noch 2 weitere Einsatzarten. Und das klingt dann, glaube ich, auch gleich wieder viel interessanter, oder? Genau. Ja, wir gehen heute, würde ich sagen, in Baytown auf Fußstreife und das in der Nacht. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir waren noch nie in Baytown unterwegs, oder? Das sagt mir jetzt auf jeden Fall nichts. Ich glaube, hier unten Jefferson waren wir schon unterwegs, Callahan Financial Sector waren wir schon, Callahan waren wir schon. Aber ich glaube, Baytown waren wir noch nicht. Ich glaube, das hatten wir neu freigeschaltet, aber sind da noch nicht auf Streife gegangen. Aber gut, wir gehen auf jeden Fall hier jetzt auf Streife. Wir brauchen noch ungefähr 265 Punkte. Wenn ich mich jetzt hier nicht verrechnet habe, bis wir dann was weiteres freigeschaltet haben. Und deswegen würde ich sagen, springen wir gleich mal rein. Schichtdauer ist 25 Minuten. Let's go. Ja, da sind wir auch schon. Ladebildschirm ist schon vorbei. Und das heißt, wir können aufstehen. Mütze auf. Und wir gehen wieder im Namen von Frank Miller auf Streife. Und ich bin mal gespannt, was alles so passiert hier in der Nacht und bin auch mal auf das Gebiet hier gespannt, weil ich glaube, hier waren wir noch nicht unterwegs. Verstanden. Okay, die Kriminalitätsrate ist ja also auch dramatisch hoch. Ich würde sagen, zum Beginn der Schicht würde ich erstmal wieder den Funk wieder ausstellen, weil ihr wisst, die Funkeinsätze sind stellenweise ein bisschen penetrant und ich habe den eigentlich lieber aus und gucke mich hier so rum, was passiert, weil es passiert halt einfach so unglaublich viel neben einem, dass ich da auch einfach gerne drauf reagieren würde. Guten Abend, der Herr. Wie kann man denn so bescheuert sein? Jetzt mal ehrlich. Ausweis, bitte. 2 Meter vorm Polizisten, dem noch in die Augen gucken und den Müll bitte so schön provozierend auf den Bürgersteig schmeißen. Ey. Der gehört eigentlich mit dem Gesicht da direkt reingetunkt in seinen Becher. Aber gut. So, Fuyuki Mendes hat einen Waffenschein, Ablaufdatum 31.05.2022. Jetzt nochmal für alle, wir haben jetzt mittlerweile den 12.12.2022 in-game. Das heißt, der Perso ist quasi abgelaufen, der kriegt also schon mal mehrere Strafen. Wir gucken jetzt gerade nochmal in den schlauen Computer rein. Offener Haftbefehl, nö. Okay, das ist das Wichtigste eigentlich, der Rest interessiert recht wenig. Okay, fahren bei Nacht ohne Scheinwerfer, unerlaubte Straßenüberquerung, rote Ampel überfahren, Bestechung, dringend in der Öffentlichkeit, parken in Notzufahrt. Er scheint nicht so der Netteste zu sein, habe ich das Gefühl, aber gut. Also, er kriegt auf jeden Fall ein bisschen mehr rein. Er kriegt einmal wegen dem Müll und einmal wegen dem Perso, würde ich sagen, fangen wir gerade mal an. Oder Verstoß bestrafen. Wir haben einmal hier, wo haben wir es? Umweltverschmutzung. Genau, kriegt er einen Strafzettel für. Ich markiere das aktuell jetzt erstmal nur mit der Taste E, dann ist das gelb hinterlegt. Hier sehen wir den Strafzettel und sein Personalausweis ist abgelaufen. Somit haben wir die 2 Sachen bestraft. Er kriegt einen drauf. Ich erteile Ihnen mehrere Strafzettel für mehrere Verstöße. Wunderbarer Schichtbeginn. Mir ist das alles gar nicht aufgefallen. Danke, dass Sie mich darauf hinweisen. Oh Gott. Oh Gott, tief durchatmen, Tommy, tief durchatmen. Ihm ist es nicht aufgefallen, dass er den Müll 2 Meter vor mir groß provozierend irgendwie auf die Straße geworfen hat. Und dass sein Perso nicht abgelaufen ist, kann ich verstehen, ist mir auch schon passiert. Beziehungsweise, dass er abgelaufen ist und er es nicht gemerkt hat, kann passieren, ist mir auch schon passiert. Aber, ja, sollte eigentlich nicht passieren. Aber gut, das ist eine Sache, die kann ich verstehen, weil, wenn man mal ehrlich ist, wie oft braucht ihr euren Personalausweis? Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Wie oft kramt ihr den raus und wie oft guckt ihr dann da drauf, wie lange der gültig ist? Also ich persönlich brauche, wenn es hochkommt, vielleicht einmal im Jahr allerhöchstens meinen Perso. Allerhöchstens, meistens würde ich sagen, sogar alle 2 Jahre vielleicht einmal oder alle 3 Jahre einmal. Ich brauche den eigentlich nie. Und da kann es dann halt auch mal passieren, dass das irgendwie ein bisschen untergeht, dass der ein Ablaufdatum hat, beziehungsweise dass man das Datum halt mal... Wie geht's, Officer? Hey! Hallo! Irgendwie vergisst. Das kann ja mal passieren, das verstehe ich. Ich hätte jetzt auch, glaube ich, in dem Fall, beziehungsweise wenn mir jetzt nur das aufgefallen wäre und keine andere Sache passiert wäre, so provozierend, hätte ich, glaube ich, nur gesagt gehabt, okay, geh bitte dir einen neuen Perso machen, aber keine Strafe musst du dafür bezahlen. Ist in Ordnung. Aber da er so provozierend den Müll vor mich hingeworfen hat, ey, das geht gar nicht. Bob, das wäre beinahe ein wunderbarer Unfall gewesen und der da wäre schuld gewesen, weil er hat ein Stoppschild.
Er ist zwar stehen geblieben, aber dann losfahren, während ein anderes Auto kommt, ist halt auch nicht so schlau. Na gut. Hier ist gerade gar nichts los. Komplett tot. Komplett einfach tot. Keine Autos da. Ich meine, gut, wir haben 1 Uhr nachts. 1 Uhr nachts, da müssen nicht ganz so viele Leute unterwegs sein. Das da hinten könnte eine Sehenswürdigkeit sein. Und das ist, glaube ich, derjenige, der eben gerade das Stoppschild überfahren hat, oder diejenige. Was ist da nicht für ein Nummernschild? Ich kann es leider nicht lesen. Irgendwas mit 6, irgendwas. Vielleicht übt sie gerade nochmal das Stoppschild, die Situation. So, wieder stehen bleiben. Losfahren. Am besten, wenn ein anderes Auto kommt. Boah, ich habe heute auch wieder Situationen erlebt beim Autofahren. Ich bin eine halbe Stunde gefahren und habe drei Sachen wieder mitbekommen, wo ich mir einfach nur am Kopf gegriffen habe. Und beinahe wäre ich auch in den Graben geschoben worden. Das war auch was Nettes. Wenn einer halt einfach am Ende von der Ortsdurchfahrt, wenn gerade die Geschwindigkeit aufgehoben wird, an einem steilen Berg meint, zwei Autos überholen zu müssen. Ich war einer davon, der überholt werden sollte. Vor mir war ein langsames Auto, das ist mit 70 weitergefahren oder hat gerade langsam hochbeschleunigt. Ich bin dann auch mit 60, 70 da hinterher gefahren. Er weiß nicht genau, was er macht. Und der hinter uns hat halt gemeint, er müsste zum Überholen ansetzen. Für alle beide Fahrzeuge an einer unübersichtlichen Stelle, an einem steilen Anstieg auch noch. Ja, und hat gemeint, er müsste zum Überholen ansetzen, während der Gegenverkehr schon sichtbar war und man wusste, das kann man nicht mehr schaffen. Ja, als er dann auf meiner Höhe war, so von meinem Auto, hat er anscheinend Panik gekriegt und hat sich dann zwischen den beiden Autos, also zwischen meinen und zwischen den anderen noch reingequetscht, aber wirklich reingequetscht, hat mich beinahe noch in den Graben gedrängt. Hätte ich nicht eine Vollbremsung hingehauen, hätte er mich dermaßen in den Graben reingeschoben. Ja, sehr geile Aktion, gut. Meine Hupe hat sich abreagiert in dem Moment. Alles gut. Aber wie bescheuert muss man sein, kann man nur mal so sagen. Besonders, es war noch ein Firmenfahrzeug, da stand hinten große Werbung drauf. Ich weiß jetzt, dass der Friseur kein Auto fahren kann. Ich hoffe, er kann besser Haare schneiden, als er Auto fahren kann, aber gut. Hier wollte ich Strafzettel verteilen, weil er ein bisschen nah an dem Bürgersteig, an dem Fußgängerweg drüber steht. Ja, dann bin ich auf der Rückfahrt gewesen quasi. Und, Moment, gerade erstmal hier konzentrieren. Da. Ja, stehe ich an der Ampel. Ja, ganz normaler Fußgängerüberweg, auch drüber genauso wie hier. Und da dürfen auch Fahrradfahrer drüber fahren und so weiter und so fort. Alles gut. Und direkt quasi an meinem Auto war die Verkehrsinsel mit der Ampel. Da ist dann, die Verkehrsinsel ist quasi auch so abgesenkt wie hier der Boden, damit da jeder gescheit drauf fahren kann mit dem Fahrrad und auch drüber laufen kann, ohne zu stolpern und so weiter. Und das Auto steht auch irgendwie ein bisschen nah dran, oder? Aber egal, das ist die andere Fahrtrichtung, finde ich nicht ganz so schlimm. Ja, und hat so ein alter Oppi, so ein Fahrradfahrer gemeint, er müsste irgendwie, keine Ahnung, gerade als er da drüber fährt, hat er dann bei der Insel einen Schlenker gemacht und ist um die Insel rumgefahren. Fand ich total merkwürdig. Also ist so angefahren gekommen, mein Auto stand da quasi, sagen wir, die Insel ist hier so verlaufen, mein Auto stand hier vorne so neben der Insel und der hat sich daher so ruckartig für entschieden, er fährt jetzt nicht über diese Verkehrsinsel drüber, sondern er fährt jetzt zwischen Auto und Verkehrsinsel durch und hat dabei fast mein Auto gestreift, was ich mir auch gedacht habe, geile Aktion. Er ist dann um die Verkehrsinsel rumgefahren, ist auf der anderen Seite auf die nächste drauf und ist dann weiter auf dem Fahrradweg. Wo ich mir auch gedacht habe, was war das für eine Aktion? Jetzt habe ich mir nur gedacht, ja, wenn ihr so einer dann noch einen Kratzer ins Auto macht, ich würde aussteigen, würde ihn, glaube ich, so maßen, dermaßen runtermachen. Habe ich nicht verstanden, die Aktion. Ja, und dann fährt man ein paar Meter weiter, beziehungsweise in die nächste Ortschaft rein. Und da ist ein Kreisel. Und da ist ein Fahrradfahrer durchgefahren, der war vor mir. Macht er nicht plötzlich im Kreisel eine Vollbremsung, bleibt stehen, steigt vom Fahrrad ab, um, nachdem er abgestiegen ist, wieder aufzusteigen und wieder weiterzufahren. Mitten im Kreisel. Mitten im Kreisel. Da war keine Kette runter oder nix. Und selbst dann wäre ich abgestiegen, hätte mein Fahrrad vom Kreisel runtergeschoben und so schnell wie möglich da Platz geschafft. Nein, mitten im Kreisel stehen geblieben, abgestiegen, einmal das Fahrrad angeguckt, draufgestiegen, wieder weitergefahren. Mitten im Kreisel. In einer halben Stunde Autofahrt. In einer halben Stunde Autofahrt. Ich bin heimgekommen und habe zu Katrin gesagt, also zu meiner Freundin, ich nehme halt eine Schere und schneide meinen Führerschein durch. Ich kann das nicht mehr da draußen. Ich kann diese wilde Welt da draußen nicht mehr. Es geht zu wie im Wilden Westen. Nee, ich habe keine Ahnung. Halbe Stunde fahren, einmal abgedrängt worden in den Graben wegen einem missglückten, total hirnlosen Überholmanöver.
Er kriegt einen Strafzettel übrigens, weil er hier nicht parken darf. Dann ein Fahrradfahrer, der komplett den komischen Schlenker hinlegt. Und da war auch irgendwie nichts auf der Verkehrsinsel, weil hinter dem war noch ein anderer Fahrradfahrer in 2 Meter Entfernung, der ist ganz normal über die Verkehrsinsel drüber gefahren. Das war ja das Merkwürdige. Ja, dann wird da fast sein Auto von einem Fahrradfahrer gerammt, weil er sich entscheidet, nicht über die Verkehrsinsel zu fahren, die wegsparend wäre. Nein, er fährt außen rum bei der einen, die andere hat er genutzt. Und dann hast du so einen Fahrradfahrer vor dir, der einfach dann mitten auf der Straße absteigt, vom Fahrrad wieder aufsteigt und dann erst wieder weiterfährt. Aber erstmal den Kreisel blockiert. Das ist schon wirklich eine wilde, wilde Welt. So, ich würde sagen, er steht hier auf dem Halteverbot. So mitten auf dem Fußgängerüberweg hier, beziehungsweise auf dem Bürgersteig. Muss ja nicht sein. Ah, das war heute wirklich wieder so ein Tag. Und ich muss heute Abend nochmal raus und nochmal diese Strecke fahren. Ich pack Gummireifen um mein Auto rum, damit es aussieht wie so ein kleiner Autoscooter. Und dann ja, hoffe ich, dass ich gut von A nach B komme und keinen Kratzer am Auto habe. Es ist genauso, ich habe ja in Emergency letztens erzählt, mein Nachbar hat auch die Woche einen Unfall gehabt. Er stand an der roten Ampel. Da hat auch noch jemand im Halteverbot geparkt quasi. Er stand an der roten Ampel und plötzlich ist ihm hinten einer draufgefahren, während er an der roten Ampel gestanden hat. Und er hier steht auch zu nah an dem Fußgängerüberweg. Somit kriegt er auch einen Strafzettel. Normalerweise müsste ich ihn abschleppen lassen. Habe ich bei dem anderen auch nicht gemacht. Upsi, zu dicht am Fußgängerüberweg. Wenn man aus der Richtung nämlich angefahren kommt, sieht man jetzt leider nicht, ob hier jemand draufsteht oder nicht. Ich meine, eigentlich ist eine Ampel hier, die regelt das, damit da keiner mehr stehen sollte. Aber man kann sich nicht sicher sein, deswegen muss das Auto hier unbedingt Könnt weg. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Lass mal gerade mal abschleppen. Wagen, der abgeschleppt werden muss. Es ist derzeit kein Abschleppwagen verfügbar. Alles klar. Wir schicken einen an ihren Standort, sobald wieder einer verfügbar ist. Das ist halt auch irgendwie so eine geile Aktion. Da stehst du an der Ampel, an einer roten Ampel. Stehst du schon ein paar Sekunden. Und dann auf einmal donnert dir hinten einer aufs Auto drauf. Wo du dir auch denkst, what the fuck? Was war da los? Ja, natürlich jetzt Auto ziemlich am Arsch. Aber gut. Doppelt so ärgerlich ist es, weil sie eigentlich jetzt nächste Woche noch in Urlaub fahren. Es ist natürlich auch geil. Jetzt ist Auto Schrott und müssen irgendwie anders in Urlaub kommen. Ja, und zwar hier, er steht auch im Halteverbot. So einfach mitten auf dem Bürgersteig drauf parken hier ist nicht erlaubt in der Stadt. Ist zwar genug Platz für Fahrradfahrer und Rollstuhlfahrer und Kinderwegen und so weiter, aber nö, in meiner Stadt gibt's das nicht. Ich höre hier ständig Müll fallen, aber ich sehe nicht genau von wo das Geräusch herkommt. So, ich würde gerade mal die Funkeinsätze mal aktivieren. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas Spannendes rein, weil aktuell ist es ja ziemlich lame. Außer, dass hier ständig irgendwie eine Flasche runtergeschmissen wird oder Autos, wo parken, wo sie nicht parken. Da rollt eine Flasche noch. Und da war nur die eine Frau. Hallo, Entschuldigung. Entschuldigung. Einmal bitte stehen bleiben. Hallo. Ich halte sie fest, weil ich das Gefühl habe, sie haben eine Flasche fallen gelassen. Ich habe es nicht gesehen, aber sie war gerade da vor ein paar Sekunden. Und dann rollt und fällt da eine Flasche und rollt durch die Gegend. Also es ist schon sehr... Ich habe sie festgehalten, weil sie Müll auf den Boden geworfen haben. Oh, das war keine Absicht. Sehr gut möglich, dass sie das war, beziehungsweise es kann nur sie gewesen sein. Verkehrskontrolle, dafür brauchen wir noch jemanden. Okay, die Verkehrskontrolle ist 216 Meter weg. Ich würde sagen, ich lasse den Funk aus. Sicher, da kommen Fußstreife, kommen da nur blöde Sachen rein, die irgendwie sinnlos sind als Fußstreife. Gut, wir fragen Darf sie mal nach dem Ausweis. Vielleicht hat sie ja schon mal sowas gemacht, dann hier, bin ich mir bitte. Noch mehr sicher, dass sie das war. Aber es kann nur sie gewesen sein. Und die Flasche stand davor nicht auf dem Boden. Also, Freya Dong. Hatten wir die nicht schon mal? Freya Dong? Belästigung, Fälschung, Fahren bei Nacht ohne Scheinwerfer. Ist auch keine so nette Person anscheinend. Beziehungsweise so eine gute Bereicherung für die Allgemeinheit, sagen wir es mal so. Hat aber keinen offenen Haftbefehl. Somit in Ordnung. Bild passt überein. Ich würde jetzt einfach nur, ja, eine mündliche Verwarnung geben, würde sagen, sie soll die Flasche nehmen. Ich habe es nicht hundertprozentig gesehen, dass sie es war. Ja, ich habe es aber gehört, habe die Flasche rollen gesehen. Die Flasche war vorher nicht da. Sie kann es nur gewesen sein. Es war kein anderer da. Ich gebe ihr keine Strafe. Sie soll die Flasche wegräumen und dann darf sie weitergehen. Dieses Mal belasse ich es bei einer mündlichen Verwarnung. Danke, Officer. Ich glaube, so sind wir dann ganz nett und freundlich hier auf einen Nenner gekommen. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Und vielleicht macht es nicht mehr. Ich stelle uns jetzt einfach vor, dass er den Müll mitgenommen hat. Gut.
Ja, das müsste man denen irgendwie noch sagen können. Das wäre voll cool. Dann so sagt, ja. Sie heben ihren Müll aber noch auf. Auch wenn sie die Strafe bezahlen, müssen sie trotzdem ihren Müll noch aufheben. Das wäre cool. Da ist jemand gerannt, aber nichts Schlimmes. Ich glaube, die Ampel ist nur rot geworden, als sie auf der Straße war. Deswegen, da müssen wir nichts machen. Er steht da einfach nur rum. Sie hätte theoretisch auch Müll in der Hand, oder? Nee, sie hat nichts in der Hand. Das Fahrzeug hat defekte Scheinwerfer. Ja, das Scheinwerfer missachten wir einfach mal. Das ist leider aktuell verbuggt. Das mit den Scheinwerfern ist in der Nacht leider etwas verbuggt. Deswegen beachten wir das nicht. Hier steht noch jemand rum. Gerade rote Ampel. Hey, Officer. Hallo. Hallo zurück. Ja, das Fahrzeug wollten wir eigentlich abschleppen lassen. Hat schon einen Strafzettel dranhängen. Brauchen wir nichts machen. Aber der Abschlepper kommt ja aktuell nicht bei. Bitte, bitte eine Armlänge Abstand. Danke. Ich hab's nicht so gern, wenn mich Leute so bedrängen hier. So, da stehen zwei Stück. Ganz gechillt. Seht aber sehr... sehr gechillt aus. Ich glaube, da ist nichts im Argen mit den zwei. Ich habe schon wieder Müllfallen gehört. Ich höre hier nur Müllfallen. Wir müssten theoretisch in Baytown rumlaufen. Genau, sind wir ja noch. Dann ist das gerade mit der Polizeipräsenz zeigen ein bisschen verbuggt. Okay, jetzt sind wir schon wieder beim nächsten Thema. Ich will aber gar nicht so viel über die Bugs reden. Ich erwähne es nur. Weil oben links steht Polizeipräsenz zeigen. Es wurde mir auch am Anfang gesagt, dass hier die Polizeipräsenz dringend nötig ist, weil hier die Kriminalitätsrate zu hoch ist. Wurde gesagt zum Schichtbeginn, obwohl es noch gar nicht angezeigt wird, weil wir ja eigentlich noch gar nicht alle Stadtteile freigeschaltet haben in diesem, beziehungsweise alle Bezirke freigeschaltet haben in diesem Stadtteil. Und deswegen sollte es eigentlich diese Aufgabe gar nicht geben. Aktuell kriegen wir sie aber angezeigt, nur sie ist halt jetzt ausgegraut. Ist okay. Okay, da komme ich nicht lang. Da darf ich noch nicht lang. Ist da vorne ein Unfall passiert? Nee, ist nicht. Der steht einfach nur so da wegen den Leuten. Alles klar. Hab gerade gedacht, hier das Fahrzeug. Abgelaufenes Kennzeichen. Die Winkerkelle bitte. Wegen fehlendem Licht fast übersehen. Hallo? Ich mache hier mal Winke, Winke. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Ich glaube, die Frau haben wir jetzt schon mehrmals gesehen. Die hatte vorhin auch irgendwas mit der Nummer 6 bei diesem Fahrzeug auf dem Nummernschild. Das ist die, was vorhin über das Stoppschild gefahren ist. Wenn ich mich nicht irre. Haben wir ihr signalisiert? Hat sie das wahrgenommen? Ich habe gerade nicht drauf geachtet, was stand denn oben links? Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, sie bleibt stehen irgendwann. Ich denke mal, sie wird bestimmt wieder 5 Blocks weiterfahren, bis sie irgendwann stehen bleibt. Aber hat angeblich ein abgelaufenes Nummernschild. Ja, 21, wenn ich richtig sehe. Auch von der Farbe her. Ja, jetzt müsste hier irgendwann mal die Ampel grün werden, damit die Frau mal weiterfährt. Und dann hoffentlich irgendwo im Umkreis stehen bleibt. Weil gesehen haben muss sie mich ja. Okay, sie fährt geradeaus weiter. Ich habe jetzt wirklich nicht drauf geachtet, was angezeigt wird. Da war schon wieder eine Flasche. Ich weiß aber nicht wo. Ich sehe sie nicht. Ah, sie ist aber stehen geblieben. Ich renne hier gerade mal drüber. Polizeiliche Maßnahme. Hat aber auch keinen Blinker und so. Ah, doch. Warnblinker ist an. Nur aus der Entfernung nicht sichtbar. Okay. Ja, moin. 5.39 Uhr. Zeit für eine Verkehrskontrolle. Hallo. Ich halte Sie an wegen abgelaufenen Kennzeichen. Ich habe Sie wegen Ihres abgelaufenen Kennzeichens angehalten. Das passiert doch jedem Mal. Ehrlich? Ich weiß ja nicht. Ja, Ausweis auch abgelaufen. Okay, Versicherungsstatus auch abgelaufen. Zulassungsstatus abgelaufen. Hat es gestohlen gemeldet? Nein. Ist auf jeden Fall das Nummernschild. Pickup passt. Ojas Vini Rangel. Okay, wo fangen wir an? Ausweis abgelaufen. Das abgelaufen, das abgelaufen. Ihren Personalausweis und Ihre Versicherungskarte, bitte. Klar, bitte sehr. Lassen wir uns gerade nochmal die Dokumente zeigen, damit wir sicher gehen können, dass er nichts Gestohlenes, Gefälschtes oder so dabei hat. Das sollte aber passen. Genau, ist abgelaufen. Okay. Okay, gut. Dann, Verstoß bestrafen. Und zwar Fahrzeug einmal... Oh
vorbei. Für sie ist die Fahrt eh hier vorbei, also sie kann auch gleich mal bitte aussteigen. Steigen Sie aus dem Wagen und treten Sie auf den Bürgersteig. Weil mit abgelaufenen Kennzeichen, keine Versicherung, abgelaufenem Personalausweis, ich lasse sie mit dem ganzen Zeug nicht, nicht weiterfahren. Also das Auto wird abgeschleppt. Gehen wir gerade mal an Straßen ran, dann haben wir ein bisschen Sicherheit. So. Gut, dann fangen wir mal an. Verstoß bestrafen. Wir haben auf jeden Fall wegen dem Fahrzeug hier eine Sache, wo wir bestrafen müssen. Abgelaufenes Kennzeichen, Strafzettel. Markieren wir gerade mal. So. Dann nächster Punkt wäre Fahrer. Personalausweis abgelaufen. So, markieren wir auch. Versicherungsschutz auch abgelaufen. Somit markieren wir das auch. Da haben wir schon mal drei Sachen. Gut. Haben wir drei Sachen. Wollen wir sonst noch was bei ihr? Was hatten die für Vorstrafen? Häusliche Gewalt, Fahren ohne Versicherungsschutz. Okay, nee. Ich wollte jetzt gerade mal gucken, ob wir vielleicht einen Drogentest oder Alkoholtest noch machen oder sowas in der Art. Aber ich glaube, das lassen wir dann einfach mal in dem Fall. Ich würde jetzt einfach alle Sachen bestrafen. Weil mehr Sachen waren ja, glaube ich, nicht. Ja, klar, sie hat vorhin ein Stoppschild überfahren, beziehungsweise fast einen Unfall gebaut an der einen Stelle. Aber ich glaube, sonst haben wir nichts. Machen wir es einfach so. Sie haben mehrere Verstöße begangen und werden für alle belangt. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Aber zählen die anderen Kleinigkeiten wirklich? So. Ja, die anderen Kleinigkeiten zählen wirklich. Gut, ich würde jetzt hier das Fahrzeug abschleppen lassen. Ich durchsuche es jetzt nicht, weil sehe ich keinen Grund aktuell. Wir lassen es einfach abschleppen. Kein gültiges Kennzeichen mehr. Die holen wir uns gleich. Alles klar. Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. So, ich hoffe, ich werde nicht überfahren. Danke. So, Entschuldigung. Hallo, die Polizei hier. Einmal bitte stehen bleiben. Und zwar, Sie sind unerlaubt über die Straße gegangen. Ich halte Sie fest, weil Sie unerlaubt die Straße überquert haben. Ich habe es eilig, Officer. Es geht um Leben und Tod. Ehrlich? Das glaube ich nicht. Darf ich Ihren Ausweis sehen, bitte? Wenn man über die Straße rennt und dann ganz normal langsam wieder über den Bürgersteig läuft, dann geht es nicht um Leben und Tod. Wenn man aber über die Straße rennt und dann noch weiter rennt, damit man ja schnell hinkommt, dann geht es um Leben und Tod. So, Giovanni Scott. Okay, 16.07.2023. Okay. Passt noch, ist alles in Ordnung. Geschlecht. Männlich? Giovanni ist auch eher ein männlicher Name. Aber das passt doch mit dem Bild überhaupt nicht überein. Das ist Giovanni Scott. Verurteilt wegen Raub. Natürlich, hier hat ja jeder irgendwas am Stecken. Gut. Schlechte Fälschung. Würde ich was sagen. Sorry, gute Frau. Komm, wir würgen ihr nochmal eine rein. Wir sagen erstmal nur, hier wegen unerlaubter Straßenüberquerung gibt es erstmal einen Strafzettel. Sie bekommen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren. Und dann sagen wir so, um die $20. Hey, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Sie sind festgenommen. Ja, das können wir machen. Genau, machen wir so. Hintergrundprüfung, Dokumente. Das ist ein gefälschter Personalausweis, so wie es aussieht. Ich muss Sie festnehmen. Ihr Führerschein ist gefälscht. So, dann haben wir das. Natürlich noch durchsuchen. Ich muss Sie durchsuchen, um festzustellen, ob Sie etwas Illegales bei sich führen. Marihuana, Smartphone. Sie ist noch weiter festgenommen wegen Smartphone. Nein, Quatsch. Marihuana, zu viel Cannabis. Ich würde jetzt auch gerne nochmal einen Drogentest bei ihr machen, aber das kann ich jetzt nicht. Ich habe schon die Handschellen an und bla bla bla. Geht leider nicht. Wir sagen einfach, sie ist im Besitz von zu viel Cannabis. Ich verhafte sie wegen des Besitzes einer übermäßigen Menge Cannabis. Was? Und ja. Drogen kann ich jetzt aktuell halt nicht nachprüfen. Gefangenentransport rufen. Ich habe kein Fahrzeug mit dabei, deswegen brauchen wir da jemanden, der das Auto mitnimmt. Der die Person mitnimmt. Krasses Auto. So, okay. Dann kommt da jemand angefahren, das Auto wurde schon abgeschleppt. Ich bleib jetzt hier stehen, bevor ich wieder Schimpfe krieg. Ich brauche Ihre Hilfe. Oh nein, mit meiner Hilfe sind Sie verloren. Egal, wir versuchen's. Hallo Officer,
Ich möchte gerne zum Steak in Whiskey. Wissen Sie, wo das ist? Ja, ich zeige Ihnen den nächstgelegenen Standort auf der Karte. Ich übernehme die Verdächtige. Es tut mir so leid, ich werde sie irgendwo bitte hinschicken. Bitte kooperieren Sie und begleiten mich zum Polizeiwagen. Nein, ich habe ja nicht mal irgendeinen Punkt hier schon aufgedeckt, wo ich sie hinschicken könnte. Ihr Restaurant, viel Spaß. Ich werde einfach mein Handy benutzen. Ja, warum nicht gleich? Warum nicht gleich? Ja, Situation hatte ich auch schon im Leben. Dass Leute irgendwie nach dem Weg gefragt haben und wo ich gesagt habe, ja, sorry, kann ich nicht weiterhelfen? Dann haben sie das Handy rausgekramt und haben nachgeguckt. Hätte es auch gleich machen können. Ganz ehrlich, egal. Egal. Habe ich ja nichts dagegen. Solange man nett und freundlich jemanden stoppt und dann mal nach dem Weg fragt, habe ich nichts dagegen. Ich habe schon mal erzählt, hier in der Straße, wo ich wohne, passiert das sehr häufig tatsächlich. Dass gerade, wenn man irgendwie draußen ist, nur kurz am Auto ist oder was weiß ich, im Hof irgendwas macht oder Blumenbeet gerade irgendwie Unkraut rauszuppelt, was weiß ich, kommt so auf die Situation, dass irgendein Autofahrer stehen bleibt und fragt, ja, wie komme ich denn da und dahin? Hallo? Und früher war das quasi mal ein Weg zu der Ortenstelle, wo sie hin wollten, mittlerweile aber nicht mehr. Kommt man da nicht mehr lang. Und dann kommen die Leute mal angefahren, sind total verwirrt. Ja, wie finde ich denn da hin und was weiß ich, Navi zeigt, keine Ahnung. Das Problem ist halt nur, dass jetzt der offizielle Weg, wie man da hinkommt, so dermaßen schwer zu beschreiben ist von dem Ort aus oder von dem Punkt aus, wo man dann gefragt wird, dass ich das manchmal gar nicht richtig beschreiben kann, weil dann muss man die Leute erstmal sagen, die müssen wenden, dann müssen sie da lang, dann müssen sie da, die dritte dann links, die vierte dann rechts, die 15. Kreuzung dann irgendwo links und wenn dann irgendwo da hinten die Sonne untergeht, dann die Götter anbeten und dann mit viel Glück nochmal halb links fahren. Dann kommt man da irgendwo an. Es ist komplett kompliziert. Ja, keine Ahnung. Und dann gucken einen die Leute immer so blöd an, wenn man sagt, ja, ich kann es gerade nicht wirklich von hier aus beschreiben. Ich kann sie nur so grob die Richtung schicken und dann am besten die Augen offen halten und gucken, ob man die Schilder erkennt irgendwo. Weil ab dem Punkt gibt es dann irgendwo Schilder. Ganz kleine. Mit Glück findet man dann dahin. Ja. Es ist halt dann immer ein bisschen kompliziert. Hab ich da gerade was gesehen? Hab ich da gerade... Der Herr, einmal hier bitte herkommen. Hallo. Erstens stehen sie auf der Straße und zweitens haben sie Müll fallen gelassen. Sie werden festgehalten, weil sie Müll auf die Straße geworfen haben. Oh, das war keine Absicht. So. War keine Absicht. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Ja, klar. Ja, ich kann's bei kleinen Sachen kann ich's verstehen. Ja, ich habe auch manchmal irgendeinen Müll in meinen Taschen drin. Dann grabt man mal das Schlüssel raus oder zieht das Handy raus und bleibt mal was dran hängen, fällt runter. Meistens bemerke ich es noch, wenn das mal wirklich passiert, aber kann auch mal passieren, dass es nicht auffällt, wenn es nur irgendwie so eine kleine Folie ist von so einem kleinen Traumzucker oder was weiß ich. Kann mal passieren. Ja, aber mir fällt keine Flasche aus Versehen aus der Hand. Also, und dann lasse ich sie auch nicht liegen. Wenn sie mir aus Versehen aus der Hand fällt, dann hebe ich sie wieder auf. Deswegen ist es eine blöde Ausrede. So, 29.05.2022. Wir haben auch übrigens schon Schichtende. Ich muss langsam mal mich auf den Weg zurück machen. Perso ist abgelaufen. Genau, abgelaufen. Kein offener Haftbefehl. Somit kriegt er da was rein. Verstoß bestrafen. Umweltverschmutzung kriegt dafür was. Und Personalausweis abgelaufen kriegt dafür auch noch was rein. Und alle Verstöße ahnden. Ich werde Ihnen wegen Ihres rechtswidrigen Verhaltens mehrere Strafzettel aufstellen. Oh, ich wusste, dass ich in Schwierigkeiten stecken würde. Mir war aber nicht bewusst, wie tief. Ja, ist okay. Ja, schönen laufen lassen. Ich muss nämlich auf die Polizeiwache zurück. Wir haben Schichtende. Die nächstgelegene Wache ist die einzigste, wo ich hin kann. Ich mache gerade mal so einen kleinen Sprint hier. Ja, wenn man Feierabend hat, will man ja schnell nach Hause. Kennt ja jeder. Feierabend, schnell nach Hause. Vielleicht müssen wir aber noch ein paar Punkte sammeln. Es reicht jetzt, glaube ich, noch nicht so ganz, um die nächste Sache freizuschalten. Wenn ich noch irgendwas sehe, was wir schnell abhandeln können, dann machen wir das. Also abgelaufene Parkuhr oder so wäre was ganz Nettes. Okay, da ist grün, das passt. Da ist rot. So. Abgelaufene Parkuhr. Ist noch gültig. Okay. Hallo. Hallo. So, kriegen wir da auch nochmal 2 Punkte wegen Nettigkeit. Oh, wollen wir es riskieren? Oh. Ja, immer schön mit gutem Vorbild voran.
Upsi. Ach, ich wusste gar nicht, dass ich so weit weggelaufen bin. Halleluja, von wo kommen wir denn? Achso, wir waren irgendwo hier unten, glaube ich, unterwegs, oder? Nee. Kann ich... Doch, nee, wir waren hier hinten anscheinend irgendwo. Ui. Gleich sind wir aber da. So, da ist er. Da müssen wir hin. Ja, aber wir haben, finde ich, dafür, dass wir nur zu Fuß unterwegs waren, nicht ganz so große Sachen entdeckt haben, ja, eher kleinere Sachen geahndet haben. 233 Punkte. Finde ich verdammt viel dafür. So, Schichtende. Gucken wir doch mal, vielleicht kriegen wir noch irgendwelche Bonuspunkte. Ich glaube aber nicht, oder? Zusammenfassung. Joa. Sehenswürdigkeiten haben wir noch Punkte gekriegt. Hat gereicht. Gerade so. Hat aber gereicht. Neue Nachbarschaft freigeschaltet. Conway. Mit einem schönen großen Stadion. Cool. Okay, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge eine Schicht im neuen Bezirk und gucken mal, was da alles passiert. Ich freue mich sehr drauf. Okay, das wäre aber schon wieder eine Schicht zu Fuß. Wir könnten aber theoretisch mal mit dem kleinen Smart durch die Gegend fahren. Oder wir gehen halt hier. Oder wir machen hier tagsüber eine Schicht und fahren einfach mit dem Auto ein bisschen durch die Gegend. Aber wir werden schon irgendwie einig werden, glaube ich. Gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Link dazu und das Social Media in der Videobeschreibung. Gerne auch die Videos teilen, würde mich sehr freuen. Und über eine Mitgliedschaft würde ich mich auch mega freuen, würde mega weiterhelfen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.